Diese kleinen Dinger sind ganz interessant. Die gehen eigentlich immer komplett unter. Das kann durchaus sein, dass auch, ich sag mal, so ein kleiner Bus hier auch irgendwo dann mit Warnblinklicht drin steht, als Schulbus gekennzeichnet. Manchmal auch so für die behinderten Kinder, die dann auch manchmal nach Hause gebracht werden oder an bestimmte Haltestellen gebracht werden. Und das ist ein vollwertiger Bus, wenn der mit Warnblinklicht da steht, dann gilt genau dieselbe Regelung. Da müsst ihr wirklich gut aufpassen, weil viele sehen immer nur den Bus, dieses riesengroße Ding, aber da ist genau dieselbe Nummer. Also von da bitte Obacht geben, dass diese etwas kleineren Busse da nicht untergehen bei euch. Dann gibt es sogenannte Sonderfahrstreifen für die Busse. Auch da müsst ihr gut aufpassen, die sind für euch natürlich gesperrt. Da dürft ihr nicht drauf fahren. Die sind in vielen Fällen freigegeben für Taxen und auch für Fahrräder, spielt für euch aber jetzt erstmal keine Rolle. Also das ist ein gesperrter Fahrstreifen für euch und dann kann das gut sein, dass ihr, wenn ihr rechts abbiegen möchtet, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr euch dann da nicht einordnet auf diesen Sonderfahrstreifen für Busse zum Rechtsabbiegen. Und wenn der vorhanden ist, dass er euch dann nochmal genau absichert nach hinten, dann kann das durchaus sein, dass da nochmal ein Bus kommt, der geradeaus fährt, den ihr durchlassen müsst. Ja, was müsst ihr sonst noch wissen in Bezug auf Busse auf die Haltestellen? Ihr habt einmal das Parkverbot 15 Meter vor und hinter dem Haltestellenschild. Manchmal macht man das nochmal deutlicher durch diese Grenzmarkierung, diese Zickzacklinie. Und da kann ich auch diesen 15-Meter-Bereich verlängern oder auch verkürzen. Aber vom Grundsatz her habt ihr immer ein Parkverbot 15 Meter vor und hinter dem Haltestellenschild bei Bushaltestellen. So, dann habe ich jetzt drei Videos, die ich euch ganz gerne zeigen möchte. Die werde ich jetzt auch hintereinander laufen lassen. Alle in Bezug natürlich zu den Straßenbahnen. Der eine oder andere von euch macht den Führerschein vielleicht auch in einer größeren Stadt, wo ihr auch die Fahrstunden mit einer Straßenbahn macht. Das bringt natürlich dann nochmal eine bestimmte Würze damit rein, macht das Ganze natürlich nochmal schwieriger. Für die anderen ist es natürlich dann wieder Umsetzen von der Theorie in die Praxis später, die das nicht haben. Das wird wahrscheinlich der größere Teil sein. Und von daher habe ich hier so ein paar Verkehrssituationen mit Straßenbahnen jetzt einfach mal abgefilmt. Und deshalb lasse ich jetzt mal diese drei Videos hintereinander laufen. Und dann denke ich mal, solltet ihr eigentlich alle Fragen beantwortet haben in Bezug auf euren Theorietest für die Straßenbahnen und ja, auch für das Verhalten dann, wenn ihr dann später nach bestandener Führerscheinprüfung unterwegs seid. So, ihr Lieben, jetzt werden wir uns das Ganze hier mal zweispurig anschauen, mit einer Straßenbahn hier gleich neben uns. Und ich sag mal, solange wie ihr jetzt, ja, so neben der Straßenbahn fahrt, ist das Ganze eigentlich gar nicht so spannend, weil die ist natürlich jetzt wirklich an ihre Schienen gebunden und kann hier gar nicht hin und her zacken. Also von daher ist es noch relativ einfach. Ihr habt natürlich, wie immer, innerhalb geschlossener Ortschaft für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen die freie Wahl des Fahrstreifens. Das heißt, ihr könnt natürlich auch den linken nehmen. So, jetzt müssen wir mal hier stehen bleiben. Ganz wichtige Sache, weil die Straßenbahn hat natürlich jetzt ihren Haltestellenbereich, wo sie einfährt. Und ja, dann ist es eigentlich in der Regel immer so abgesichert über diese Ampeln, dass man da in dem Moment nicht reinfahren kann, weil natürlich die Fahrgäste, können wir jetzt gut sehen, steigen über den rechten Fahrstreifen ein und aus. Und das ist schon relativ gefährlich. Deswegen gibt es eigentlich kaum noch diese Haltestellen beim zweispurigen Fahren, wo die Straßenbahn im linken Fahrstreifen ist, dass man da reinfahren kann. Wenn es tatsächlich bei euch nochmal die eine oder andere Haltestelle gibt, die das nicht hat, Frage für den Bogen, dann müsst ihr natürlich aufpassen, ihr dürft Fahrgäste weder behindern noch gefährden und dürftet dann auch nur mit Schrittgeschwindigkeit rechts an der Straßenbahn unter äußerster Vorsicht vorbeifahren, wenn da keine Fahrgäste sind, die ihr behindert oder gefährdet. Ja? Also besser wäre es dann wahrscheinlich, wirklich stehen zu bleiben und einen Moment zu warten. Ne? So, nochmal zurückzukommen auf den Fahrstreifen, den ihr frei wählen könnt innerhalb geschlossener Ortschaft. Ihr habt natürlich dann trotzdem dieselben Nachteile, die ich eben schon aufgezählt habe, wenn ihr halt wieder in der Spur der Schienenfahrt. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn man sich die Straßenbahn jetzt mal genauer betrachtet, die hat natürlich jetzt Schienen aus Metall, aus Stahl und Räder auch aus Metall. Das heißt, Metall auf Metall, das ist schon mal keine gute Voraussetzung. Dann ist da eine sehr kleine Aufstandsfläche nur. Die ist ungefähr so groß wie ein 10-Cent-Stück, mehr ist das nicht. Und dann halt diese vielen, vielen Tonnen, die die Straßenbahn wiegt. Dementsprechend hat die natürlich einen sehr langen Bremsweg. Also deutlich länger wie der PKW. Und wenn ihr natürlich jetzt meint, dass ihr rechts an der Straßenbahn vorbeifahren müsst und dann ja, vielleicht links
vor der Straßenbahn einscheren müsst im linken Fahrstreifen, um vielleicht irgendwo links abzubiegen, und ihr müsst dann stärker bremsen, dann kann das durchaus sein, dass euch das Ding dann mal ein paar Meter weiter nach vorne schiebt, weil die wird auf keinen Fall so anhalten können, so bremsen können, wie ihr das könnt. Das muss euch immer klar sein. Ja? Also von daher bitte auch da vorsichtig mit dem Einscheren vor Straßenbahnen. So, ihr Lieben, dann möchte ich euch jetzt ja noch einen weiteren Tipp geben, und zwar zum Thema, ja, Straßenbahn links überholen. Ne? Auch das kennt ihr vom Fragebogen, da gibt es eigentlich nur zwei Ausnahmen. Einmal, wenn ihr in der Einbahnstraße seid, dann könnt ihr natürlich gefahrlos nach links, weil das Problem ist natürlich, dass eine Straßenbahn bis zu 75 Meter lang sein darf maximal. Ja? Wenn ihr da meint, ihr müsst dann links ausscheren, dran vorbeifahren, ja, ihr habt ja keine Möglichkeit mehr wirklich das so abzusichern in der Regel, und ihr könnt auch nicht rechts einscheren, weil da ist ja kein Zwischenraum zwischen der Straßenbahn und euch, und von daher ist das einfach nicht machbar, das zu machen. Und das kann ich halt immer nur dann machen, wenn ich keinen Gegenverkehr zu erwarten habe, und deswegen geht es in der Einbahnstraße. Und die zweite Möglichkeit, wenn ihr eine Straße habt und die Schienen zu weit rechts verlegt sind, das ist eigentlich ein Fall, der sehr selten auftritt. Ich mache mal einen kurzen Cut und zeige euch mal ein Foto, wie das aussehen könnte. Ja, das wäre also eine Möglichkeit, wo man dann auch drüber diskutieren könnte, wobei ich da trotzdem kein Freund von bin. Also ich würde eine Straßenbahn grundsätzlich nur dann überholen, wenn ich wirklich keinen Gegenverkehr erwarten kann, und das habe ich halt einfach nur in der Einbahnstraße. So würde ich das Ganze in der Praxis handhaben. Ja? Dann ist da noch ein weiteres Problem, denn in vielen Städten ist es so, dass die Straßenbahnen automatisch mit dem Anfahren aus den Haltestellen den linken Spiegel einklappen. Ja, also hier in Bielefeld ist das jetzt nicht der Fall, aber es gibt viele Städte, die das so handhaben. Das heißt, dass ja, der Straßenbahnfahrer natürlich keinen linken Außenspiegel zur Verfügung hat, das auch wirklich gar nicht beobachten kann. Und dann haben natürlich die Dinger auch einen riesengroßen toten Winkel. Also das sind alles Gründe mehr, nicht wirklich links an der Straßenbahn vorbeizufahren, bitte. So, jetzt schauen wir uns ja, diesen Haltestellenbereich mal an auf dieser schmalen Straße, wenn die im Gegenverkehr steht. Und hier ist natürlich immer noch dieselbe Gefahr, dass hier irgendwelche Fahrgäste vor oder hinter der Straßenbahn wirklich herlaufen. Und ich habe jetzt eben schon mal den Kandidaten gehabt, der ist sogar zwischen den Waggons durchgeschossen und meinte, er müsste jetzt da irgendwie abkürzen. Also von daher müsst ihr natürlich jetzt hier wirklich mit der Geschwindigkeit extrem aufpassen und könnt eigentlich so in dem Bereich, wo Fahrgäste ein- und aussteigen, nicht vorsichtig genug sein. Ne? Und ich mache das Ganze jetzt hier auch so im Bereich Schrittgeschwindigkeit, und dann kann ich das hier wirklich auch gut absichern und kann dann hier auch, ja, relativ entspannt und problemlos vorbeifahren und vor allen Dingen auch reagieren, wenn ich dann wirklich so eine Kandidaten habe, die echt so ein Blödsinn da verzapfen. So, wenn wir uns jetzt mal mit dem Linksabbiegen so ein bisschen befassen, was ja, ja durchaus auch vorkommen kann mit Straßenbahnen. Wenn ihr jetzt mal schaut, dann haben wir jetzt hier die Trasse in der Mitte, also erstmal abgetrennt von uns. Wir müssen natürlich jetzt beim Linksabbiegen da drüber fahren. Und wenn das Ganze mit einem Abbiegepfeil verbunden ist, so wie wir das jetzt hier auch machen bei dieser Ampelanlage, dann ist das nicht das große Problem. Also ihr könnt ja mal die Ampel beobachten, die jetzt auch daneben steht für die Straßenbahn. Die hat jetzt im Moment hier den waagerechten Balken, das heißt hier sowieso rot. Und wenn wir den Abbiegepfeil haben, dann gilt das natürlich in dem Fall auch für die Straßenbahn. Und von daher haben wir dann jetzt hier auch bei diesem Linksabbiegen kein größeres Problem. Das können wir dann ohne weiteres machen. Ein großes Problem habt ihr wirklich erst dann, wenn das Ganze ohne Abbiegepfeil ist. Das werden wir uns dann gleich in der nächsten Sequenz mal anschauen. Da gehe ich mal so ein bisschen auf die Suche, dass ich für euch da was finde. Aber in diesem Fall, wenn wir jetzt hier nach links abbiegen, dann ist das für euch ja, relativ einfach machbar. Trotzdem würde ich natürlich immer eine finale Absicherung machen. Also bei der Straßenbahn oder so, da gucke ich lieber einmal mehr wie zu wenig, um da wirklich ja, auf der absolut sicheren Seite zu sein. Nicht, dass hier irgendwie mit der technischen Anlage was nicht in Ordnung ist und die Straßenbahn kommt trotzdem von hinten. Also das würde ich immer ausschalten. Also Abbiegepfeil ist an und der Balken für die Straßenbahn steht nach wie vor waagerecht. Das heißt, wir können dann wirklich jetzt hier ohne Probleme in dem Fall auch abbiegen. So.
So, ihr Lieben, jetzt werden wir mal hier vorne nach links abbiegen, ohne Abbiegepfeil. Ja, und jetzt wird es richtig haarig, weil ihr seht, dass auch die Straßenbahn es nämlich grün hat. Und wenn ich jetzt mal in den Spiegel gucke, dann sehe ich sie von hinten nämlich auch schon kommen. Und jetzt fängt auch die Ampel hier nochmal an zu blinken, damit das nochmal ein bisschen auffälliger wird. Ja, also in diesem Fall muss ich wirklich die Straßenbahn hier durchlassen. Der ist auch schön vom Gas gegangen, weil er sich auch nicht so sicher war, dass ich wirklich jetzt hier stehen bleibe. Ja, also das sind ganz heiße Nummern. Und jetzt können wir auch nicht auf die Schienen drauf fahren und da warten, weil ich muss natürlich auch damit rechnen, dass vielleicht die nächste Straßenbahn von vorne oder von hinten kommt. Da kann ich also nicht auf den Schienen draufstehen. Ja? Also das ist ja so ziemlich das Schwierigste, was ihr machen könnt, was die Straßenbahn angeht, dieses Linksabbiegen ohne Abbiegepfeil. Ja, dann schauen wir uns mal zuletzt noch die Taxen an. Die gehören ja auch noch zu dem öffentlichen Personennahverkehr. Und da gibt es für euch zwei Sachen, die wichtig sind für den Fragebogen. Die müsst ihr wirklich wissen. Und zwar habt ihr einmal an dem Taxenstand ein absolutes Haltverbot. Das ist, wenn man das mal vergleicht mit der Bushaltestelle, da haben wir ja nur ein Parkverbot. Ein bisschen ungewöhnlich. Eigentlich würde man es eher andersrum vermuten, aber irgendwie ist die Lobby anscheinend bei den Taxen größer wie bei den Bussen an einer Bushaltestelle, also ein Parkverbot. Und bei dem Taxenstand habt ihr ein absolutes Haltverbot, da dürft ihr überhaupt nicht stehen bleiben. Und die zweite Sache, die wichtig ist für euren Theorietest, das Taxi ist das einzige Fahrzeug, was ganz offiziell in zweiter Reihe stehen bleiben darf, zum Ein- oder Aussteigen von Fahrgästen, wenn das nicht anders funktioniert. Ja? Da sieht man in der Praxis zwar immer wieder, dass das auch die anderen Fahrzeuge machen, gerade so Paketdienste und so, die sind also prädestiniert dafür, Leute, die irgendwas anliefern müssen, sie dürfen es aber nicht. Meistens haben sie auch noch ein Warnblinklicht an, könnten also ein doppeltes Verwarnungsgeld bekommen, einmal für den Missbrauch des Warnblinklichts und dann auch für das Stehenbleiben, für das Halten in zweiter Reihe. Also nur den Taxen ist das gestattet. Ja? Diese beiden Kreuze müsst ihr bitte machen an der richtigen Stelle für euren Theorietest. Dann schauen wir uns jetzt mal die großen Fahrzeuge an. Problematik abbiegen. Also wir nehmen mal den PKW und der möchte nach rechts abbiegen in die kleinere Seitenstraße. Das ist natürlich kein Problem. Mit diesem kleinen Fahrzeug kann ich einen schönen engen Bogen fahren, ohne dass ich dabei in den Gegenverkehr komme und ohne dass ich dabei natürlich die Bordsteinkante auf der rechten Seite treffe. Wenn wir den LKW jetzt hier mal reinsetzen, dieses große Ding, und der würde genauso abbiegen, wie ihr das mit eurem kleinen Auto macht, dann würde das passieren. Der würde also mit dem Anhänger, mit dem Auflieger, würde der alles wegreißen auf der rechten Seite, würde über den Bürgersteig fahren, würde die Verkehrsschilder abreißen, würde die Ampelanlage touchieren. Das geht also auf keinen Fall. Der kann nicht so fahren wie ihr und muss eine andere Linie wählen. Das würde bei ihm ungefähr so aussehen. Ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wie schmal die Straße ist, wo er reinfährt. Das heißt, der wird natürlich sehr stark abbremsen, dann wird er weit nach links ausholen in den Gegenverkehr. Und wird dann beim Abbiegen auch noch in der kleinen Seitenstraße, wo er reinfährt, noch etliche Meter im Gegenverkehr fahren und kriegt dann erst so nach und nach das Fahrzeug rübergezogen auf seine Seite. Das heißt, ihr müsst natürlich da mitspielen. Wir nehmen mal erstmal das Auto, was von oben kommt. Dann kann das durchaus sein, dass ihr da mal den Fuß vom Gas nehmen müsst, vielleicht mal bremsen müsst, damit ihr dem das wirklich ermöglicht, dass er einmal so ein bisschen rüberfahren kann. Und ja nicht irgendwie zu dicht an den LKW kommt. Ja, noch extremer ist es, wenn ihr von der rechten Seite kommt, aus der Seitenstraße, und ihr seht, dass der LKW schon mehr oder weniger im Abbiegevorgang ist, dann könnt ihr nicht bis nach vorne vorfahren. Das wird nicht funktionieren, weil wenn ihr das macht, dann lasst ihr dem LKW keinen Raum wirklich abzubiegen und dann geht es nicht mehr weiter. Und ihr müsst euch nicht einbilden, dass der einen Meter zurückfährt. Das würde ich auch nicht machen. Also von daher wirklich da genau beobachten, das erkennen und dann rechtzeitig den Fuß vom Gas nehmen, eventuell mal kurz anhalten, dass der abbiegen kann. Ja? Also ihr müsst da den LKW-Fahrer so ein bisschen unterstützen. Der Wendige muss jetzt dem, der nicht so wendig ist, da in dem Fall auch mal ein bisschen helfen und diese Behinderung einfach in Kauf nehmen. Noch eine Sache, die immer wieder passiert, dass dann überholt wird, ne? Dass der LKW den Blinker setzt und dass dann die Fahrzeuge ungeduldig sind, ausscheren und links dran vorbeifahren. Im nächsten Moment schert der vielleicht aber auch schon nach links aus, um seinen Bogen groß zu fahren. Und dann ist es passiert. Also bitte nicht LKWs überholen, die den Blinker schon nach rechts gesetzt haben, um anzuzeigen, dass sie jetzt abbiegen möchten. Wiederholen das Ganze nochmal für euren Fragebogen. Also der LKW wird vor dem Abbiegen in schmale Seitenstraßen stark abbremsen, nach links ausscheren und durch den Gegenverkehr beim Abbiegen fahren. So müsst ihr das Ganze bitte für euren Theorietest dann wieder kreuzen. Und ich sag mal, bei den landwirtschaftlichen Fahrzeugen sieht das Ganze ähnlich aus, gucken wir uns aber gleich auch nochmal in Bildern an. Ja, so kann es dann aussehen, wenn man das alles nicht beachtet. LKWs haben einen relativ großen toten Winkel. Und da kann das auch schon mal sein, dass so ein Auto wirklich da drin verschwindet, wenn man sich wirklich so doof positioniert,
dann kann im Extremfall wirklich das passieren, dass so ein Auflieger da vielleicht auch mal rüberläuft in dem Fall. So, gucken wir uns mal noch drei Tafeln an, die ihr auf den LKWs findet. Einmal gibt es diese orange Tafel, das ist die Tafel für Gefahrgut. Und das ist für euch erstmal so nicht wichtig, großartig für euren Führerschein, fürs spätere Fahren. Aber halt einfach mal so als Hintergrund wissen, dass ihr da was mit anfangen könnt. Weil manchmal gibt es diese Kombination Geschwindigkeitsbeschränkung mit diesem Gefahrgutzeichen darunter. Dann habt ihr da keine zwar keine Nummer drin, aber habt da halt diese orange Tafel drin. Und ich kann natürlich an dieser Nummer immer identifizieren, was dieses Fahrzeug geladen hat, was für eine Chemikalie, ob da Öl drin ist oder Benzin drin ist oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch vor allem wichtig für die Feuerwehr, wenn es da mal zu einem Unfall kommt und sowas läuft aus oder sowas brennt, weil ich kann nicht alles immer nur mit Wasser löschen oder halt da entstehen schnell Dämpfe, ja, oder ihr macht da zwei Schritte rein und plötzlich habt ihr keine Sohle mehr unterm Schuh, weil euch das weggeätzt ist. Also die Feuerwehr muss schon genau wissen, wie sie damit umgehen muss, was wirklich da drin ist, um das Ganze dann entsprechend auch abzusichern und eventuell auch zu löschen, wenn es brennt. So, die zweite Sache, das ist die Müllabfuhr. Das A, was ihr da drauf habt, das A steht für Abfall. Auch da gibt es eine Frage für euren Bogen. So, jetzt kommen wir mal auf die Müllabfuhr an sich. Das ist nämlich für euch unter Umständen auch ein Problem für eure praktische Prüfung, ne? Also wir haben zum Beispiel die Müllabfuhr immer sehr extrem an unserem Prüftag mit im Ort. Und normalerweise habt ihr eigentlich immer irgendwo so einen Stadtteil, wo die durch die Gegend fahren, weil die sind ja die ganze Woche über unterwegs. Und dann ist immer die Frage, wie ihr damit umgeht. Dann habt ihr dieses große Fahrzeug, was im Weg steht, was natürlich auch den Verkehr extrem aufhält. Und dann stellt sich die Frage, wie komme ich da dran vorbei? Ne? Also da wieder genau achten, habt ihr durchgezogene Linien, Sperrflächen, wie sieht das aus in dem Gegenverkehr, wie viel Abstand kann ich wirklich dazu einhalten? Gerade wenn das dann die Müllabfuhr ist, die nicht mit dem Greifarm arbeitet, sondern wo wirklich die hinten die Personen drauf sind und die manchmal dann auch rübergehen und die gelben Säcke von der anderen Seite holen. Da ist also viel Bewegung drin. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr da vorsichtig dran vorbeifahrt, mit viel Abstand, genau darauf achtet, welche Bewegungen da gemacht werden, ob die über die Straße laufen. Und auch die Mülltonnen, das ist manchmal ein riesengroßes Problem, die dann an der Straße stehen, gerade in den 30er-Zonen, wo das sowieso schon eng ist. Und wenn dann die Mülltonne nicht sauber steht, ein bisschen zu weit am Fahrbahnrand, geht es schnell, dass ihr da mit dem Spiegel dranhängen bleibt an so einer Mülltonne. Also Müllabfuhr bringt nochmal so eine zusätzliche Schwierigkeit damit rein, wenn ihr eure Prüfungsfahrten habt. Also unterschätzt das bitte nicht.